Ja, servus, ich bin's, ich bin Mike. Und heute gibt's ein neues Video und zwar geht es heute, wie löscht man den RAM bzw. den Arbeitsspeicher vom iPhone X. Davor zeige ich euch mal, wie das Ganze bei den anderen Modellen geht. Ich habe zum Beispiel, also beziehungsweise geht das vom iPhone 4 bis hoch zu alle gängigen iPhones und iPods. Und man kennt es ja, die iPhones werden langsam und beziehungsweise die werden langsam durch den RAM, weil ja viel geöffnet wird und der füllt sich und das möchte ich euch gerne zeigen. Dann bleibt dran, bis gleich. Euer Big Mike, ciao. Ja, servus. Und zwar geht es jetzt um den RAM vom iPhone X zu löschen. Das werde ich euch gleich mal zeigen in einem Video, beziehungsweise in diesem Video. Davor gehen wir mal zu den anderen Modellen. Ich habe hier ein iPhone 5S. Dann haben wir hier ein iPod 6. Dann haben wir hier einen iPhone 6 Plus. Und wir haben hier ein iPhone 7. Alles sind aktuelle Modelle. Alle haben die aktuelle Firmware drauf. Also die aktuelle Software ist alles vorhanden. Bei alle gängigen iPhones, was hier liegen. Ich habe noch mehr, ein iPhone 7 Plus. Das ist kurz verliehen. Ich hatte auch noch ein iPhone 4. Das hätte ich gerne gehabt, das euch zu zeigen, dass es auch mit dem 4 geht. 1, 2, 3 müsste ich mich mal erkundigen, wie das funktioniert. Aber das kriegt man auch hin. Aber wie gesagt, ab dem iPhone 4 und hoch zu alle gängigen Modellen, auch Apple iPad, iPad Air zum Beispiel, der, von der 2. Generation, das liegt hier drüben. Das geht mit dem das alle gleiche. Ich zeige es euch hier bei den iPhones. Dann gehen wir rüber zum iPhone 10, weil beim iPhone 10 hat man ja keinen Homebutton mehr. Und das wird ein bisschen schwieriger. Also, man kennt das Ganze, man geht ins iPhone und man geht in die spezielle Apps rein und dann wird das iPhone ein bisschen langsamer. Dann hat man die Möglichkeit, den RAM zu löschen bei einem iPhone, iPod oder einem iPad. Wie geht das Ganze? Ist ganz simpel und einfach. Man geht einfach lang gedrückt auf dem Home-Button oben, beziehungsweise auf den einen Ausschalter. Und jetzt lang auf dem Home-Button drücken, bis das hier vorne wieder weg ist und man kommt zum Home-Bildschirm. Und jetzt hat man den Arbeitsspeicher gelöscht. Das kann man einmal bzw. zweimal hintereinander machen. Dann ist man auf die sichere Seite, dass auch alles, der komplette RAM gelöscht ist. Und jetzt wird ihr auch sehen, dass das iPhone sehr, sehr super schnell. Und wenn ihr ganz sicher seid, ob das auch funktioniert, geht das Ganze in eine App rein. Macht die ganze zu, drückt nur mal auf den An-Ausschalter ganz lange drauf, haltet gedrückt, dann geht man auf den Home-Button und haltet wieder gedrückt, dass der RAM mal wieder gelöscht ist. Und wenn wir jetzt in die App reingehen, müsst ihr die komplett von vorne starten. Und das tut sie auch, die startet neu und daher sieht man, dass der RAM auch ehrlich gelöscht ist. So, beim iPod geht das genau das gleiche. Das ist die 6. Generation vom iPod Touch. Auch da lang gedrückt halten, oben den An-Ausschalter-Knopf. Und dann lang auf der Home-Button. Und es hat geklappt. Der Arbeitsspeicher ist gelöscht, beziehungsweise der RAM vom iPod Touch. Jetzt hat man wieder super schnelle Apps. Und man kann wieder hin und her switchen ohne Probleme und es funktioniert, trotz dass das auch ein älteres Modell ist, also ist nicht mehr das aktuelle Modell, aber funktioniert deswegen. Also Apple ist auch in der Hinsicht langfristiger Import, was den ganzen Software-Modell angeht, auch wenn man ein älteres Gerät hat. Wir haben hier zum Beispiel ein iPhone 6 Plus, ist schon etwas älter. Auch da werde ich jetzt den Arbeitsspeicher löschen, beziehungsweise der RAM.
Und es geht auch genau hier. Wir haben hier den einen Ausschalterknopf. Man drückt lang gedrückt. Und dann hat man das hier wieder, den einen Ausschalter. Man drückt lang auf dem Home-Button drauf und sieht hier, das ist gelöscht. Dauert immer einen Augenblick. Und tara, das ist der Arbeitsspeicher ist gelöscht und das iPhone ist wieder mega schnell, ohne Probleme und das macht tierisch Spaß wieder mit dem iPhone. So soll es auch sein. Und das ist schon etwas, wie alt ist das schon? 3 Jahre und das funktioniert immer noch tadellos. Das haben wir hier ein iPhone 7. Auch da geht das Ganze wie gehabt. Man drückt lang auf den An-Ausschalter-Knopf, mit dem RAM zu löschen. Und man geht lang auf den Home-Button, das ist hier ein virtueller Home-Button, also das ist nicht ein Home-Button zum Drücken, sondern das ist virtuell gemacht. Das heißt, die Software, die mechanisch das Ganze und lässt euch glauben, dass es ein Knopf ist. Also auch hier geht das Ganze, gedrückt halten. Und seht hier, es funktioniert, der Arbeitsspeicher ist gelöscht. Und wenn ihr es mir nicht glauben tut, können wir gerne mal in eine App reingehen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Also irgendwie habe ich hier eine App geöffnet, gehen zurück, drücken lang den An-Ausschalter-Knopf, dann drücken wir auf den Home-Button. Der ist gelöscht, der Arbeitsspeicher. Jetzt drücken wir Doppelklick und drücken hier vorne auf dieses Apps-iTunes und ihr habt gesehen, das hat geladen und das ist da. Es ist halt etwas schneller, ist ein iPhone 7, das ist logisch. Und jetzt gehen wir mal zum iPhone 10. Da wird es halt nicht mehr so einfach, aber das Ganze funktioniert trotzdem. Ist ein bisschen verzwickter, aber es funktioniert. Und zwar geht man dafür in die Einstellung. Wir sind ganz normal in die Einstellung drinne. Dann geht man runter auf Allgemein. Dann geht man weiter bis Bedienungshilfe, also hier Bedienungshilfe, geht man drauf. Dann geht man runter bis zu Assistive Touch, das ist dieses hier. Und dann findet man hier oben den Assistiven Touch, den tut man aktivieren und dann kommt hier unten den komischen Knüppel. Das heißt, wenn man dann drauf drückt, hat man verschiedene Möglichkeiten. Dann geht man wieder eine Geschichte zurück, also man geht wieder zurück zur Bedienungshilfe, den Ordner, da geht man Nummer 1 zurück zu Allgemein. Wenn ihr da wieder drin seid bei Allgemein, geht der ganz runter und da steht auch Schalten. So, und dann geht das Ganze mit dem Joystick oder Knüppel und geht lang auf dem Home-Button. Und dann wird er gleich sehen, dass das gleich auch den RAM gelöscht ist. Müsste gleich weg sein. Na, das wollen wir nicht. Nochmal. So, ihr habt es gesehen. Der RAM ist gelöscht, hat geblitzt. Und jetzt ist auch vom iPhone X bzw. 10 den RAM gelöscht. Und der funktioniert auch. Ich kann auch gerne mal eine App öffnen. Ich mache mal hier alles zu. So, jetzt geht mal in eine App rein. Ich mache jetzt mal den App Store auf, jetzt sage ich mal, geht hier vorne rein. Jetzt gehen wir das Ganze nochmal durch. Man geht in Einstellung, man geht nochmal in Allgemein, dann geht man auf Bedienungshilfe, geht auf Assistive Touch oder Assistive Touch, tut es aktivieren. Da hat man das Ganze hier vorne, den Knüppel, wenn es oben aktiviert ist, geht zurück zur Bedienungshilfe, geht nochmal einer zurück zu Allgemein, geht komplett runter, geht auf Ausschalten. Das war einer zu viel. Hier unten auf Ausschalten. Da hat man die ganze Geschichte so. Drückt auf den Joystick, drückt dann auf diesen Home-Button und hat geblitzt. Das heißt, dein Arbeitsspeicher ist gelöscht. Jetzt wollen wir es auch testen, ob das auch ehrlich so ist. Jetzt geht man in die Mitte und öffnet die vorhergehende App und die wird neu geladen. Ihr habt es kurz gesehen, die wurde kurz neu geladen. Und daher seht ihr, dass der Arbeitsspeicher auch gelöscht ist. Das war es eigentlich schon vom iPhone X. Ich wollte es euch nur mal kurz mal zeigen. Und das Ganze funktioniert. Das wollte ich euch kurz zeigen, dass das Ganze auch beim iPhone X funktioniert. Also das liegt da, aber es funktioniert. Mit den anderen Modellen ist wie gehabt. Ihr müsst einfach nur den
an Ausschalterknopf lang gedrückt halten und dann lang den Homebutton gedrückt halten und dann ist der RAM gelöscht vom iPhone oder vom iPod oder vom iPad. Das war's das Ganze zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen und gefallen. Falls ja, könnt ihr auch Fragen stellen dazu. Ihr könnt es auch ganz in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Das ist kein Problem. Helfe tue ich gerne, das wisst ihr. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich für jeden Like und für jeden Abonnenten. Und wir sehen uns bald zum nächsten Video. Dieses Video wird auch diese Woche folgen. Was es ist, lasst euch überraschen. Bis dann, haut rein, euer Chicken Mike, ciao.